Grüße. Hallo, Glück auf und herzlich willkommen. Hallöchen. Wir stehen auf dem Campingplatz in Daun. Stellplatz. Habe ich gesagt? Ja. Stellplatz? Natürlich Stellplatz. Wann sind wir auf dem Campingplatz? Stellplatz in Daun. Ja. Daun liegt in der Vulkaneifel. Ja. Und der Platz ist neu. Neu entstanden, ja. Anfang dieses Jahres, klären wir gleich aber noch ab, weil wer könnte den Platz besser vorstellen mit den besten Informationen als der Stellplatzbetreiber? Und da haben wir Gott sei Dank das Glück gehabt, mit dem Jonas einen Termin zu bekommen hier, der uns jetzt gleich mal den Stellplatz so vorstellt und ja, ich noch ein paar oder wir noch ein paar Fragen haben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass das geklappt hat. Ja. Wir gucken, Jonas. Ja, dann komme ich mal dazu. Da kommst du mal dazu. Hallo zusammen, hallo ihr beiden. Hallo. Ja, Jonas, erstmal nochmal schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja. Und den Platz vorstellen dürfen und dann, dass du dich auch zur Verfügung gestellt hast. Gerne. Dass wir hier ein paar astreine, saubere Informationen kriegen, ne? Ja, direkt an der Quelle. Genau. Jetzt müssen wir dabei sagen, oder was ich schon weiß, ist, ihr seid zu zweit. Genau. Du und dein Bruder Niklas. Genau. Ja. Als Betreiber hier. Ihr habt noch einen in Schalkenmähren. Das Video kann ich noch mal verlinken. Da waren wir schon mal. Das sind eure Eltern. Genau. Und kleiner Teaser, es kommt noch ein dritter. Genau. Sprechen wir später drüber. Genau. Da kriege ich noch ein paar mehr Informationen von mir. Ja, genau. Komm ruhig näher, wir beißen nicht. Ja. Was habt ihr? Was könnt ihr? Genau. Was sagt der oder warum ist der Platz so beliebt, wie er beliebt ist? Also ist fast voll. Ja, genau. Also wir sind hier am Stellplatz in Daun. Wir sind hier mitten im Herzen der Vulkaneifel, haben direkt die Dauner Mare nebendran. Das heißt, von hier aus hat man einen super Einstiegspunkt in Wanderwege, sowohl in die Richtung der Mare, aber auch in Richtung Kühl und gerade die Lieser-Pfad entlang geht. Der geht hier direkt dann vorbei. Das heißt, hier hat man jede Menge Wandermöglichkeiten. Das ist so ein kleiner Fluss, ne? Lieserbogen? Ja, die Lieser, genau, die Lieser. Deswegen heißt der Platz auch Wohnpark am Lieserbogen. Weil jetzt hier um den Platz rum, sieht man vielleicht hier im Hintergrund auch so ein bisschen, die Lieser als Fluss, die läuft hier einmal am Platz entlang. Deswegen halt der Lieserbogen, weil die Lieser sozusagen einen Bogen um den Platz drumherum macht. Okay. Und, genau. Und da hat man dieser Lieserpfad ist nämlich ein super Wanderweg, den man auch wirklich gehen kann. Der geht wirklich an den kompletten Lieser entlang. Da kann man echt immer in so Etappen wandern. Und da haben wir hier das Glück, dass hier direkt also ein Schachpunkt ist oder zumindest man in diese Wanderwege einsteigen kann. Hm. Und da gibt es halt super viel Möglichkeiten. Ist das ein reiner Wanderweg oder auch Radfahrweg? Den kann man, also gibt auch viele Mountainbiker, die den auch fahren, aber der hat schon manche etwas schwierigere Ecken, wo man schon ein bisschen erfahrener sein sollte. Aber es gibt auch Schritte, das kann man... Downhill. Genau, ja, es gibt, ja, nicht um, also da kann man schön auf was schauen, gerade auch in den entsprechenden Apps drin, da sieht man das auch entsprechend drin, wie die Wege sind. Also es gibt da Phasen, wo man wirklich sehr, sehr gut fahren kann, auch so ein Trekkingbike, die man wirklich gut fahren kann, gibt Phasen, wo man eher ein Mountainbike dafür haben sollte. Aber das ist nicht irgendwie befestigt, sondern fährt man wirklich ein bisschen mehr auf Gravel. Aber normale Radwege sind hier auch genügend vorhanden. Genau, also wir stehen hier am Platz. Von hier aus sind wir sofort, wenn man gerade ein paar hundert Meter fährt, am Einstiegspunkt in den Mare-Mosel-Radweg. Und von dort aus kann man von hier bis an die Mosel runterfahren, also bis nach Bernkastel, das sind dann, ich glaube, 37 Kilometer roundabout. Die kann man von hier sofort fahren, komplett auf asphaltierten Weg, super angenehm zu fahren. Und man hat nachher die Möglichkeit, mit dem Bus wieder zurückgeholt zu werden nach Daun. Das heißt, man fährt runter, kann entsprechend unten einfach sich einen Bus mieten und dann, also muss ich vorher anmelden online, kann einfach das Fahrrad hinten aufstellen. Und wird dann entsprechend wieder zurückzuholen. Und das ist natürlich sehr interessant. Genau. Das ist mega. Ja. Das ist mega. Ja. Das ist halt ein super, super Punkt für hier. Kannst auch mal ein Bier mehr trinken. Ja. Das ist, ja, vor allem, wenn man jetzt so einen langen Weg macht, dann sagt man, oh, jetzt muss ich auch nur zurückfahren. Ne? So, ja. Das ist schon. Ja, super. Genau. Und das heißt, wir sind hier neben zahlreichen Wanderwegen und Radfahrwegen, sind wir natürlich auch direkt an der Stadt Daun. Die liegt jetzt hier über uns, auf dem Berg ein bisschen, wo man zahlreiche Restaurants und auch Cafés hat. Mittlerweile gibt es da sehr, sehr moderne Cafés auch in Daun, wo man sich dann auch mal reinsetzen kann, auch wenn wir morgens das Frühstücken. Wir haben mehrere Eisdielen, die auch sehr, sehr gutes Eis machen. Die werden wir gleich nochmal ausprobieren, ne? Ja, bei dem Wetter auf jeden Fall zu empfehlen. Eine Fachfrage, vielleicht weißt du das, aber mittlerweile stehen ja unheimlich viele auf veganes Eis.
Ich weiß nicht ganz genau, aber normalerweise zumindest die Eisdiele unten in der Wierichstraße unten, die hat ist sehr, sehr modern und hat eigentlich, was sowas angeht, sollten die auf jeden Fall auch was dabei haben. Also vermutlich auch ja. Für die Veganen unter uns? Weil das Eis von der Eisdiele Fontanelle, das haben wir auch zum Beispiel auf dem Stellplatz in Schalkenmeer und verkaufen wir das einem Eisautomaten auch. Und wir haben halt natürlich neben Daun auch selber, was so Restaurants angeht, zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt Daun selber, sei es die Kirmes, sei es die Eifel-Rallye, die vor ein paar Wochen war. Jetzt nächste Woche kommt dann Vulkanbike, wo dann halt so ein Mountainbike-Rennen hier in der Region ist. Das heißt, für so Gäste, die natürlich dann auch für so Veranstaltungen hier auch sind, natürlich auch der ideale Anlaufplatz, um das Wochenende entsprechend hier auf sich zu verhalten, abzuhalten. Ja, aufzuhalten. Ja. Ja, und zu genießen natürlich. Genau. Ne? Ja, wie viele Plätze hat der Platz jetzt? Genau, also wir sind auf 43 Plätze hier in Daun. Die werden jetzt nach und nach, am Anfang des Jahres waren noch ein paar weniger offen, weil wir einfach dem Rasen ein bisschen mehr Zeit geben wollten, dass er ein bisschen durchwächst. Und jetzt haben wir nach und nach aufgewechselt und wir sind jetzt nahezu bei den 43 Plätzen mit der vollen Kapazität. Genau. Alle ja. Mit Strom? Alle, jeder einzelne Platz hat Strom. Das heißt, jeder hat eine eigene Stromsäule. Das heißt, da gibt es gar kein Problem. Und ja, sind auch alle ausreichend groß. Das heißt, wir haben schon versucht, dass alle unsere Plätze im Schnitt so zwischen 10 bis 10 Meter lang und 6 Meter tief haben. Das heißt so, dass man wirklich auch Platz hat, sich ein bisschen zu entfalten, die Markise auszufahren, sich davor zu setzen und auch wirklich einen Aufenthalt zu genießen. Ja. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Man braucht Platz. Grillen ist hier erlaubt? Genau, Grillen ist erlaubt. Nur mit Gas oder auch mit Kohle? Idealerweise nur mit Gas, weil sonst der Rasen ja auf Dauer Schaden nimmt. Ja, okay. Brandgefahr ist auch noch ein Thema, denke genau. Ich. Ne? Heiße Kohle, glühende Kohle. Ja. Thema was? Funkenflug. Funkenflug. Genau. Ja. Thema Wohnwagen. Hier ja, auf dem Platz. Hatten wir eben ja auch schon drüber gesprochen. Wir dürfen leider keine Wohnwagen erlauben. Mhm. Das heißt, wir haben eine Genehmigungssache in der Region hier. Ein kleiner Nachtrag noch, Wohnmobile mit Anhänger sind auch erlaubt. Sind gestattet, ne? Genau. Die sind Plätze gestattet. Sind lang genug, dass man da auch... Jonas, muss ich dann zwei Plätze buchen für den Anhänger auch noch? Oder wenn er drauf passt, passt er drauf auf der Länge? Oder? Ja, also die Plätze sind so groß ausgelegt, dass das eigentlich gar kein Problem ist, mit dem Anhänger den einfach entweder dran zu lassen oder neben dran zu stellen. Wir haben aber alternativ gerade in den Einfahrtbereichen noch ein bisschen Platz, wo man den Anhänger einfach zur Not abstellen kann. Aber es ist kein nicht extra ein zweiter Stellplatz oder so buchungspflichtig, sondern einfach nur immer das Wohnmobil als solche. Okay, ja. Super. Im Hintergrund sehen wir das Buchungssystem, den Kassenautomat. Und den lassen wir uns das auch nochmal erklären. Ja. Moment, dafür komme ich näher ran. Ja, also wir stehen hier an unserem Check-in-Terminal. Dazu muss man sagen, unser Platz wird weitestgehend autonom betrieben. Das heißt, der ganze Check-in-Prozess, Check-out-Prozess läuft komplett autonom ab. Das heißt, das kann der Gast selbstständig machen. Hat einen super Vorteil, man muss nicht warten, ob wann oder wie der Platzwart kommt, um irgendwie abzugassieren, sondern man kann das einfach machen. Man kann kommen, wann man will und kann auch wieder fahren, wann man will. Also 24 Stunden, wenn man kommt. Wir buchen immer volle 24 Stunden. Das heißt, wenn man abends kommt, dann immer 24 Stunden auf dem entsprechend drauf. Und wir basiert alles auf der Kennzeichenerfassung. Das heißt, wenn man jetzt in den Platz einfährt, das sieht man sicherlich nachher auch in den Drohnenaufnahmen dann, da ist eine entsprechende Kennzeichenkamera, die erfasst dann das Auto und würde dann, wenn man jetzt hier reinschaut, in die Anmeldung gehen, hier entsprechend sehen. Das wäre dann entsprechend das Auto, wo ich sagen kann, da könnte ich jetzt auswählen, gehen weiter in den Eincheckprozess, kann auswählen, wie lange ich bleibe. Wichtig hierbei, man kann jederzeit nachbuchen, das heißt da eigentlich wirklich nur die erste initial geplante Zeit einbuchen. Ich gehe jetzt auf die Tage weiter, habe meine Anzahl der Personen, die Hunde. Wir buchen eigentlich standardmäßig 2 Personen plus 1 Hund. Mhm. Also das Standard. Der Hund ist meistens dabei, ne? Der Hund ist meistens dabei, deswegen habe ich gesagt, das ist so dieses der Standard mit drin. Und jetzt kommen wir eigentlich in einen Kernbereich von unserem Stellplatz. Wir haben eine Gästekarte. Diese Gästekarte
ermöglicht die Nutzung unserer sanitären Anlagen und auch die Freischaltung von Strom und Wasser. Dabei ist zu sagen, die Nutzung der Sanitäranlagen, Toilette, ist so immer im Preis enthalten. Die Nutzung für Strom und Wasser und die Dusche kann entsprechend über diese Gästekarte gebucht werden. Und wenn ich jetzt dann sage, okay, ich brauche zum Beispiel Geld für die Dusche, dann hat man hier entsprechend die Möglichkeit, Guthaben aufzuladen. Das bekommt man alles, was man nicht benutzt, bekommt man nachher gutgeschrieben wieder. Also wir versuchen da so fair zu sein wie möglich. Und nur das wirklich abzurechnen, was auch verbraucht wird, hat auch den Nachhaltigkeitscharakter. Also wir versuchen auch nachhaltig zu sein, wir haben PV am Dach, wir nutzen Regenwasser. Und die Gäste, wenn man natürlich weiß und sieht, was bezahlt wird, dann ist das Ganze natürlich auch ein bisschen verbrauchsbewusster, sagen wir es mal so. Perfekt. Genau, geht's mir weiter. Hätte ich dann hier meine... Das ist immer so schnell mit der Druckerei. meine Gebühren. Ich habe jetzt hier meinen Stellplatz für 2 Tage. Meine Kartenbeladung, 5 Euro Pfand und die Kurtaxe, die wir hier haben. Zu den Preisen sagen wir mal gleich nochmal ganz kurz was. Ja. Und ich checke hier entsprechend dann einmal ein, bezahle einmal. Also das geht mit Mastercard, EC-Karte, genau. Visa-Card. Ja, also jegliche Kreditkarten, Kartenmöglichkeiten. Und Cash auch. Nee, Cash nicht. Oh. Wir haben reine Kartenzahlung. Da fliegt er schon. Fliegt der Wind, nimmt's weg. Genau. Also wir haben keine Barzahlung, sondern nur Kartenzahlung. Gut zu wissen. Nach dem Check-in-Prozess. Na, der Lukas, ich bin ein bisschen nervös. Der Jonas, der ist schnell, nicht nervös. Genau. Da kommt sie raus. Genau, hier kommt sie raus. Okay. Und dann hat man die Stellplatzkarte. Eine Stellplatzgebühr von 14 Euro. Wie eben schon gesagt, da drin sind 2 Personen ein Hund enthalten. Die Nutzung der Toiletten ist auch entsprechend im Preis enthalten. Was nicht enthalten ist, ist Strom, Wasser und Dusche. Das erfolgt extra über die, die Karte. Und dann haben wir noch einen Gästebeitrag mit 1,50 Euro pro Person hier in der Stadtau. Jetzt muss ich noch mal kurz, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden vielleicht. Der Hund ist jetzt automatisch immer dabei oder kann ich ohne Hund buchen, wird es dann günstiger? Nee, also der eine Hund als, sag mal so, als Ausgangswert mit dabei, der ist auch kostenlos. Also ob man den jetzt hat oder nicht, das macht preislich keinen Unterschied. Okay. Wir bezahlen halt, also wir schauen halt erst, dass halt ab dem zweiten Hund werden dann entsprechend weitere Gebühren fällig. Und auch mega. Kinder unter 14 Jahren auch frei. Genau. Ne, wenn ich das gerade richtig lese. Hier ist nochmal die Tafel, wo das alles draufsteht. Ja. Genau. Also für diejenigen, der nochmal Probleme oder das Ganze nochmal nachlesen möchte. Genau. Wir haben unsere Anleitung, wie alles funktioniert. Entsprechend der Plan vom Stellplatz, auch wie man sich zu stellen hat und unsere Preisliste. Wir haben auch alle Informationen auch bei uns auf der Webseite. Und was da heißt? www.wohnmobilpark-down.de. Blende ich ein. Ganz wichtiger Hinweis dafür, für jeder, der zu uns kommt, einige kennen es vielleicht schon vom Stellplatz in Schalkenmähren, unser Platz ist auch digital. Das heißt, wir sehen auf der Webseite, könnt ihr jederzeit sehen, wie viele Plätze frei sind und ob es sich lohnt anzufahren oder nicht. Und das haben wir einfach auf die Seite gucken, da steht dann Anzahl der freien Plätze, das wird immer minütlich aktualisiert. Da kann man sofort sehen, lohnt sich anzufahren oder nicht. Und wir haben die beiden Plätze, Schalkenmähren und Down, entsprechend verbunden, dass man sieht, okay, gibt es in dem einen oder dem anderen Platz noch eine Möglichkeit. Also das mit der Stellplatzreservierung bzw. mit der Bekanntgabe, wie viele Plätze hier frei sind. Ich persönlich, wir beide? Ja, sind da völlig begeistert wir von. Wir feiern sowas, ja, weil wir kennen das jetzt aus Frankreich. Ja. Megasystem. Ja. Also Respekt an euch. Plätze reservieren? Reserviert machen wir aus dem Prinzip nicht, weil das nachher eigentlich ein recht hoher Aufwand bei uns ist. Was wir aber haben, gerade für die Veranstaltungswochen in Down, da bieten wir eine Reservierung an. Also sowas wie für die Kirmes, Eifel-Rallye und Vulkanbike, dafür gibt es Reservierungen, aber für alles andere ist erstmal keine Reservierung vorgesehen. Ja. Das finden wir also auf der Homepage. Da genau, steht das aber die Informationen stehen auch dafür alles bei uns auf der Homepage. Die wird immer wieder aktualisiert, das heißt da einfach mal wieder reinschauen. Und zur Not bei Fragen immer eine E-Mail schreiben, wir antworten da sehr zügig. Stimmt, habe ich auch probiert. Perfekt. Gucken wir uns ein bisschen sanitäre Anlagen an oder hast du noch was Wichtiges? Genau, zum Check-in-Prozess, das haben wir jetzt eigentlich. Check-out-Prozess funktioniert genauso auch hier wieder. Raus müssen wir ja auch noch. Ich gehe einmal auf das System, wähle meine Sprache, gehe auf Abreise, würde meine Gästekarte entsprechend einschieben. Und könnte dann jetzt hier meine
meine EC-Karte wieder einstecken oder vorhalten und dann würde das entsprechend das Ganze zurück. Genau. Das wollen wir natürlich jetzt noch nicht, weil wir euch erst noch ein bisschen mehr zeigen wollen. Ja, wäre schön. Deswegen Abbruch. Ich traue meine Karte wieder raus und wir schauen uns das Ganze mal in die Sanitäranlage an. Perfekt. Der aufmerksame Zuhörer, Zuschauer hört eine Kirchenglocke. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube alle Stunde? Nein. Ich hab doch gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube zweimal am Tag oder was? Zweimal am Tag. Also ist halt eben Kirche, ne? Aber nachts hörst du, ist die ist aus. Ist die aus, also, nein. Ist sie aus. Gut, wir gucken uns mal das WC an, die sanitären Anlagen. Genau. Wir starten wieder mit unserer Stellplatzkarte. Ja. Die entsprechend einmal vorhalten, dann öffnet er die Tür und dann einmal ziehen. Und dann gehe ich sehen wir schon in die Badezimmer rein. Und unser Anspruch auch hier ist sehr, sehr große Badezimmer. Ja. Also dass jeder eigentlich so ein Badezimmer, wie man das von zu Hause kennt. Mit großer Dusche. Haben wir nicht. Große Dusche, Toilette, Waschbecken, das Ganze auch komplett barrierefrei, genau. Das heißt, wir haben hier von diesem Badezimmer, wie wir es hier sehen, drei Stück und ein kleines Badezimmer, wo wirklich nur Toilette, Urinal ist. Hier wieder unsere Stellplatzkarte, was jetzt Richtung Dusche geht. Alles andere ist im Preis mit drin. Die Duschnutzung wird entsprechend über die Karte gesteuert. Und die wird entsprechend hier einfach eingelegt und dann hier oben einmal auf Start gedrückt und dann startet die Dusche. Mhm. Wenn man fertig ist mit Einschäumen, entsprechend einmal kurz auf Stopp, dann stoppt auch die Dusche mit dem Wasser wieder. Ah, okay. Dann stoppt auch die Gebührenrechnung, das heißt, man bezahlt wirklich nur das, was man braucht. Also 2 Euro für 8 Minuten. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass es alles gemischte Toiletten und Duschen sind, also keine extra für Damen oder Herren. Wir haben hier diese Hauptversorgungssäulen, wo entsprechend jede Steckdose drüber gesteuert wird. Auch hier ist alles, was wir machen, verbrauchsabhängig. Hier ist nicht irgendwie sowas, dass man wirft einen Euro ein und der Euro ist weg, sondern man überträgt entsprechend das Guthaben mit der Karte auf eine Nummer. Das heißt, wenn ich hier sage, beispielsweise, ich würde hier am Stellplatz 21 stehen, bisschen Sonne gerade, ne? Dann kann ich hier entsprechend vorhalten. Jetzt haben wir gesehen, jetzt ist die von grün auf rot gewechselt, das heißt, die ist jetzt entsprechend belegt. Ich habe hier jederzeit die Möglichkeit, wenn ich drauf drücke, ich hoffe, man erkennt es, mein Guthaben. Nicht wirklich, aber gut. Ja, gut, dann. Ich selbst erklären. Ja, also hier sieht man entsprechend das Guthaben. Das heißt, da kann man jederzeit sehen, wie viel Guthaben ich noch drauf habe. Wenn ich nachher abreisen möchte, gibt es hier unten einen Rückbuchungspropf. Das heißt, ich drücke einmal Rückbuchung, wähle meine Nummer aus und halte einmal meine Karte davor. Dann wird das ganze Guthaben entsprechend sauber zurückgebucht. Wir haben von dieser Säule jetzt insgesamt 4 Stück auf dem Platz, mit denen die einzelnen Untersäulen auch versorgt werden. Und wenn man sich dann da eincheckt, ist dann auch entsprechend auf dem Bild gekennzeichnet, wo die nächste Hauptsäule steht, wo man dann hingehen muss, um sich entsprechend einzuchecken. Den meisten Teil unserer Plätze ist Schotterrasen. Das heißt, das ist auch sehr wasserdurchlässiger Rasen, der auch für auch schlechtes Wetter optimal ist, dass er nicht zu sehr nachgibt. Das ist einmal der ganze Grünstreifen außenrum. In der Mitte, hinter dem Sanitärgebäude, haben wir 4 gepflasterte Flächen, die komplett im Hinblick auf Barrierefreiheit angelegt sind. Auch da natürlich, wenn das Wetter dann nicht mehr so gut ist, gerade im Winterbereich, hat man da auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, sauberen Fußes und trockenen Fußes zu stehen. Und darunter haben wir nochmal 5 Plätze, die wirklich geschottert sind. Das wirklich auch da für die Monate, wo es wirklich ein bisschen mehr regnen sollte oder so, was man auch da nachher sauber stehen kann. Das ist ja hier Lava, ne? Genau. Genau, wir sind ja in der Vulkaneifel. Ja. Wunderbar. Ich sehe schon die Mülltrennung. Sollen wir da kurz hingehen? Ja, genau. Wir gehen einmal zur Mülltrennung. Und ich sehe gerade da oben dieses, bei der Einfahrt, dieses Einfahrtsbanner. Das gibt keine Probleme. Wie hoch ist das? Also wir haben eine Durchfahrtshöhe von 4,30 Meter. Das heißt, dadurch, dass jedes Auto in Deutschland ja kleiner als 4 Meter sein muss, ist das gar kein Problem. Dann passt das. Genau, also da ist genug Höhe vorhanden. Hier sieht man natürlich auch die Displays und oben drüber die Einfahrtskameras. Und so sieht man natürlich auch, wenn man jetzt beispielsweise raushauen würde, ob man was nachbezahlen müsste oder irgendwas noch fehlt beim Check-in-Prozess oder Check-out-Prozess. Und auf der anderen Seite hat man natürlich das Einfahrtsdisplay, wo dann auch von hier, wenn man vor Ort ist, am Platz nochmal sehen kann, wie viele Plätze frei sind.
Wir stehen jetzt relativ nah am Eingang, an der Einfahrt. Da ist eine Hauptstraße, die kann man wahrscheinlich hören. Also wer jetzt hier direkt am Eingang steht und etwas geräuschempfindlich ist, der sollte weiter nach hinten auf dem Platz, oder? Ja. Also, da ist so gut wie gar nichts mehr zu hören von ja, der Straße. Man muss halt dazu sagen, es ist jetzt, wir sind hier in Daun. Man hat hier gerade tagsüber in den Stoßzeiten ein bisschen was an Verkehr. Gerade nachts ist hier aber sehr, sehr wenig Verkehr. Ihr habt ja in der Nacht schon hier geschlafen. Wir waren die Nacht schon hier. Die Straße ist leer nachts. Da kommt gar nichts mehr. Also da braucht ihr keine Panik haben. Hier sind wir jetzt in unserem Fähr- und Entsorgungsbereich, was Wasser, Grauwasser und die Kassette angeht. Für uns wichtig ist die Mülltrennung. Die ist im Preis mit enthalten. Auch da bitte immer entsprechend trennen, weil sonst wird es einfach kostenfaktisch einfach nachher auch der Müll ist sehr, sehr teuer mittlerweile geworden, dass man da entsprechend auch ja, Mischmüll ist. Ja, bewusst entsprechend trennt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Ja, das machen wir. Wir sind alles gute Camper. Ja. Schöne ja. große Rinder. Ja. ja, sehr schöner großer Bodenanlass. Den sollte jeder treffen. Ja. Ja, also wir haben aus Erfahrung auch da, dadurch, dass es unser zweiter Stellplatz ist, wir haben ja den Platz in Scheikmann schon mitgemacht. Und das war auch einer unserer Beweggründe, den zweiten Platz zu machen nochmal. Wir haben da gelernt, was man braucht. Und dann haben gesagt, okay, jetzt sind wir wir haben das System verstanden, wir haben da auch ein bisschen was mit dem Partner auch zusammen unsere Anforderungen reingebracht, dass das so ist, wie es jetzt ist. Dann haben gesagt, okay, warum eigentlich nicht ein zweiter Platz? Wir sehen hier, wir brauchen hier wirklich ein bisschen mehr Kapazität in der Eifel. Und dann sagt, okay, dann lernen wir auch draußen, zum Beispiel so ein Bodeneinlass, der ist jetzt wirklich breit. Zur Not ist sogar so breit, dass zwei Autos nebeneinander parken könnten und die entsprechende Fähr- und Entsorgung stattfinden lassen kann. Wir haben genug Platz zum Rangieren und haben hinten entsprechend an der Säule noch Frischwasser. Die Frischwasserversorgung. Und auch die läuft über die Karte, das heißt, ich kann die einfach vorhalten, drücke dann entsprechend auf Start und dann wird entsprechend das Wasser dann reinkommen. Die Buchung ist so gesetzt, dass man für 1 Euro 100 Liter bekommt. Okay. Aber auch da wieder komplett verbrauchsabhängig. Wenn ich jetzt nur 20 brauche, dann bezahle ich auch nur 20. Jetzt, wir haben ja den Platz hier seit Mai offiziell eröffnet. Haben seit Ende letzten Jahres haben wir so ein Soft-Opening, das wir angefangen haben. Das heißt, wir sind jetzt da gerade noch in manchen Ecken noch so die Feinheiten am Machen, so Sachen noch am Wegnehmen. Und das ist jetzt nachher gerade, ich glaube, im nächsten Jahr ist dann auch alles soweit, dass alles dann weg ist im Herbst. Also diesem Jahr Herbst, dass dann für nächstes Jahr dann alles soweit tip-top ist und dann das komplette Jahr dann entsprechend läuft. Ja. Ja. Zur Planung, wir haben jetzt hier an dem Platz angefangen. Nachdem wir den Stellplatz in Scheikmann ja fertig gemacht haben, haben wir ungefähr, ich glaube, Ende 2020, haben wir mit, gab es dann auch eine Überlegung von uns schon mal, wohin gehen wir. Dann gab es nachher für die Stadt Daun gab es eine Vorstellung im Stadtrat, wo auch dann nachher die Frage, also ein zweiter Betreiber dazu kam, der auch das machen wollte hier aus der Region. Da konnten Niklas und ich uns dann durchsetzen, dass wir es machen können. Und wir haben jetzt nachher in Summe von Planungsstart bis jetzt ungefähr 3 Jahre gebraucht. Also das ist nachher immer noch eine gewisse Zeit, die für Planungen weggeht. Aber in Summe waren wir eigentlich schon noch recht happy, dass es einigermaßen durchlief. Aber es hätte schon auch für uns gewünscht, nochmal ein Jahr schneller gehen. Also für Deutschland war das schon zügig, 3 Jahre. Kann man was so sagen. Traurig. Ja, super, aber gut, ist halt so. Also von hier aus geht es hier Richtung Platz runter. Da ist der Weg, da gibt es so eine kleine Eselsbrücke, heißt die bei uns hier in der Region. Die geht dann über die Straße, über die Bundesstraße drüber. Da kann man dann entsprechend direkt in den Mare-Moser-Rad einsteigen. Und was natürlich auch noch sagen müssen, wir sind ja hier in der Vulkaneifel, wir sind sehr, sehr, sehr reich gesät, was Naturquellen angeht. Mhm. Und wir haben direkt hier unter dem Platz den Hotzendrees. Das ist eine Naturquelle, wo dann entsprechend Wasser in Wasserqualität hochkommt und sehr, sehr viel darauf sich beruhen, weil das eine sehr, sehr gesunde, vitalisierende Möglichkeit. Also so ein Jungbrunnen. Ja, genau. Ja. Also der Hotzendreh ist da. Da hauen wir uns gleich mal 100 Liter rein, in den Tank. Ja, ja, aber deswegen, also da einfach, da haben wir ja sehr, sehr viele Drese hier in der Eifel und da haben wir hier die Möglichkeit, dass direkt am Platz einer ist und man sich damit auch mal, auch mal eine Flasche Sprudel noch mal auffüllen kann und den einfach mal das gesunde Wasser der Vulkaneifel trinken. Ja, perfekt. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zum Schluss kommen. Das ist ja alles mega gut durchdacht. Ich habe den Eindruck, ihr seid selber Camper. Ja. Ah, es hilft, wenn man selber mal schon mal gecampt hat.
Ihr habt einen Wohnwagen, Wohnmobil? Wir haben ein Wohnmobil. Und wir haben auch beim ersten Platz haben wir irgendwann uns das gemacht. Also, okay, lass uns einfach mal verschiedene Sachen einfach mal anfahren und gucken, was gut ist und was nicht gut ist. Und haben versucht, dadurch ein bisschen zu lernen und das schon in Schalkenmähen 1 fließen zu lassen. Und haben dann aus Schalkenmähen, aus der Erfahrung, die wir da gemacht haben, dann noch ein paar Sachen mitgenommen. So, okay, was kann man da noch verbessern? Und haben das dann versucht, hier nach Down zu bringen. Merkt man. Man sieht, man merkt es hilft ungemein. Ja. Super, also ich glaube, wir haben soweit alles gesehen, was wir sehen können. Mhm. Ja. Hast alles ganz fein erklärt. Gutes Hintergrundwissen. Ich glaube, wir und ihr seid jetzt gut informiert, was ihr hier findet, was ihr hier machen könnt in Down. Ich kann nur noch sagen, oder wir können nur sagen, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dass wir das hier so filmen durften. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns das so schön zu erklären. Und wenn Fragen sind, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ich sie beantworte oder wenn wir sie beantworten können, tun wir das. Wenn nicht, würde ich sie vielleicht weiterleiten an euch. Genau, einfach weiterleiten bei uns auf die E-Mail-Adresse oder auch direkt, wenn irgendwelche Fragen zum Platz sind, einfach direkt per E-Mail an uns. Wir versuchen da wirklich zeitnah drauf zu reagieren. Ja. Ja, und auch vielen Dank an euch, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Sehr gerne. Und vorbeigeschaut seid. Wetter, natürlich strahlender Sonnenschein. Ja. Perfektes Wetter für Videos zu machen. So muss das. Ja. Super. Genau. Dann würde ich sagen, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao. Ja. Vielleicht bis bald. Tschüss.